Ein Baby! Die Schläuche? Ja, ja, da machen wir meistens irgendwie Babyschrei rein. Guck mal, die holen das mal nicht hinüber. Genau. Die Puppe ist im Haus. Ja, genau. Ja. Genau. Bei uns sind die Gruppen unterteilt, das ist in der Natur auch so. Die Wunderbus leben in einer riesigen Gruppen, die relativ lose aber zusammen sind. Also die unterteilen sich immer wieder in kleinere Untergruppen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Ausschnitt von so einer Wunderbus-Gruppe. Wir hatten es am Anfang, dass wir alle mal zusammen hatten, das ging leider nicht gut. Dann haben wir es so ermöglicht, wie es in der Natur so ist, dass man sich morgens entscheidet, mit welchen Tieren man den Tag verbringt. Nur es funktionieren nicht alle Konstellationen, weil für die Wohnungsmännchen, dass sie immer noch unter 6 Weibchen sind, das heißt, dass sie 2 Kinder haben wollen. Die Kinder auch rauszuholen, und wir wollten da einfach Kinder haben, weil sie kommen, weil die Mutter mich auf ein Jungtier geht. Deswegen ist einfach die gewartet, wenn man das ein anderes Kind schnappen und es praktisch sich herholt. Ja, auch heftig und also, dem ist es ja, aber sie hat es nicht. Das sind alle, die hier wohnen. Ja, nie richtig erwachsen. Die bleiben immer Kind. Ich mache halt überall hin. 25 Meter. Ja. 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 Ja